Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom, ja, bisher angespielt von Garden Paws. Oh, da steht jemand vor mir vor der Tür. Hallo. Hey, ich war gestern bei deinem Shop und der sieht sehr schön aus. Ja, das ist nett. Wahrscheinlich genau dann, wo ich nicht da war, weil nämlich keiner gekommen ist. Ob ich Anfragen für größere Aufträge annehme? Natürlich. Er möchte 10 Daisies oder so immer das jetzt ist. Okay, er möchte 10 Daisies. Kann ich hier noch was machen? Okay, also er wird jetzt zum Cabbage Shop gehen. Wenn ich da irgendwas brauche, soll ich zu ihm kommen. Ah, und er gibt mir ein kleines Präsent. Okay. Was hat er mir jetzt gegeben? Ich weiß es nicht. Hat er mir diese, ja, ich schätze, er hat mir das gegeben. Wenn ich mir jetzt anschaue. Ach so, er möchte 10 von den Pflanzen haben und die muss ich erstmal. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich hoffe zumindest. Wir haben ja hier unsere kleine Hacke. Damit können wir ja anscheinend irgendwas hier machen. So. Sieht nur alles sehr wüst aus, muss ich sagen. Ich weiß es nicht, ob das so. Doch, es ist aber anscheinend gewollt. Okay, ich soll darauf achten, dass ich dem jeden Tag Wasser gebe. Wie mache ich das denn? Ach so, mit der Gießkanne. Ja, wäre eigentlich logisch, ne? Also, ich soll die jeden Tag bewässern, ansonsten gehen die kaputt. Der will aber irgendwie nicht. Doch, die hat er jetzt, glaube ich, schon bewässert, die eine. Also sieht ein bisschen wüst aus jetzt, wie der hier gebuddelt hat. Ich habe auch anscheinend nur einmal diese Samen bekommen. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay, ist aber schon halb fertig, so wie es aussieht. Kann ich ihn nochmal gießen? Dass es irgendwie schneller fertig wird oder so. Das scheint nicht so zu sein. Also, so wie ich es verstanden habe, muss man die wirklich nur einmal am Tag dann gießen. Das würde dann schon ausreichen, denke ich mal. So, dann schauen wir mal hier, dass wir hier noch ein paar Büsche klein hacken. Weil wir brauchen ja Holz. Wobei jetzt, wo wir die Axt haben, ist das natürlich nicht schlimm. Ich sehe übrigens kein Zeichen, dass die kaputt geht. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir die einmal gecraftet haben, dass wir die dann auch behalten. Steine bräuchte ich eigentlich noch. Das Problem dabei ist nur, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hier mal Steine gefunden hatte. So ist das mitnehmen. So. Da kann man, glaube ich, keine holen. War das nicht Richtung Wasser? Wo ich mal so ein paar Steine gefunden hatte. Ich schaue nochmal eben. Nee, das ist jetzt. Okay. Also es kann auch sein, dass das jetzt halb gegossen ist. Ich dachte, dass die Pflanzen jetzt schon so halb fertig sind. Nichts Genaues weiß man nicht. So, da sind auf jeden Fall die. Kann ich da eigentlich durch? Ich kann da doch rüber schwimmen. Schauen wir uns doch einfach mal bei dem um. Hui! Hallo! Guten Tag! Kleine Pflanzen, also einen kleinen Pflanzenshop hat er hier. Okay, und sein Angebot, das rotiert wohl ständig. Und er gibt mir, glaube ich, ein kleines Willkommensgeschenk. Das dürften da unten die Pflanzen sein, denke ich mal. Jetzt schauen wir mal eben. Sie brauchte, was hatte sie denn jetzt gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment. Daisies wollte sie haben. Aber, ach, da habe ich noch Daisy. Okay, die
Das sind aber auch Daisies. Also fünf haben wir schon mal. Da müssten wir die eigentlich jetzt anpflanzen können. Ich sehe gar nicht. Doch 50 Gold haben wir jetzt. Okay, das können wir uns sowieso nicht leisten. Ist aber nicht schlimm. Aber weit schwimmen kann er, glaube ich, nicht damit. Und gucken wir mal, dass wir die anderen auch noch eben da anpflanzen. Ich finde aber, das mit dem Sprinten ist gar nicht mal so schlecht. Und es verbraucht anscheinend auch keine Ausdauer, so wie das Holzhacken und so. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Das ist die Nummer 8. So, die können wir pflanzen. Die. Ich glaube, wir haben da sowieso die falschen gepflanzt. Kann das sein? Okay, dann gegossen haben wir sie ja eigentlich schon. So, die werden auch angezeigt als halb. Das wird jetzt auch als halb angezeigt. Okay, ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Und dann machen wir uns nochmal auf die Suche. Es kann sogar sein, dass wir hier oben auf dem Berg was hatten. Nein, du sollst die. Hallo, du sollst die Pflanze nehmen, genau. Ah, genau, hier war noch was. Sehr gut. Weil da haben wir anscheinend nicht so viele Plätze von, wo wir wirklich Stein holen können. Da unten ist wieder frisches Holz. Das ist zweimal Holz, was da liegt, okay. Also das scheint sich ja auch so ein bisschen zu erneuern in der Umgebung. Hier haben wir aber jetzt nichts, was wir. Ach, den Shop muss man jeden Tag aufs Neue eröffnen. Eieiei, okay. Ich dachte, den eröffnen wir jetzt einmal und dann können die da irgendwie einen Zettel dranhängen oder sowas und sagen so, wir wollen jetzt das und das. Okay, du bist jetzt aber nicht die Katze, die ich eben. Doch, die Katze habe ich gesehen. Das heißt, hier kann ich die Dinger auch mitnehmen. Ja, das sind doch alles Daisies. Das hätte ich doch der einen schon geben können. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Na toll. Wieso hat der die Blumen nicht mitgenommen? Die Blumen brauchen Energie, aber wenn ich Steine und Holz und so aufsammle, das braucht keine Energie. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch gemacht, muss ich sagen. Aber naja, gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück und wir haben sogar ein Plumpsklo, sehe ich gerade. Oh Gott. Okay, wir öffnen mal den Shop. Wir haben auch eine Nachricht bekommen. Ah, von meinen Großeltern. Ich soll raus und die Welt entdecken. Ich werde Pflanzen und Samen finden. Wenn ich das habe, dann soll ich ein Loch pflanzen. Ja gut, das haben wir ja jetzt alles schon gemacht. Ich muss jeden Tag das Wasser nachfüllen. Und dann soll ich die Pflanzen bei mir verkaufen, um ein bisschen Profit zu machen. Okay. Ja gut, wir haben jetzt schon so viele. Ich glaube, sie wollte jetzt 10 Stück, ne? Sie wollte 10 Daisies. Kann man hier irgendwas machen? Oder hier, dass ich die. Da kann ich was machen. Ach, wir haben nur 9 Daisies. Ich dachte, wir haben so viele. Okay. Hallo, guten Tag. Ich kann leider noch nichts verkaufen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Pflanzen sind leider noch nicht fertig. Haben wir denn wirklich nichts anderes, was wir hier verkaufen können? Ich meine, Holz ist natürlich blöd. Ja. Das ist alles so Crafting-Zeug, was ich eigentlich, ehrlich gesagt, erstmal behalten möchte. Wieso hat er mir das Flint jetzt hier schon wieder rausgemacht? Ach so, ich glaube, wenn wir die 10 zusammen haben, dann können wir das direkt hier abgeben. Dann müssen wir die nicht aufsuchen. Kann das sein? Das müssten wir mal ausprobieren. Können wir denn vielleicht hier irgendwas herstellen oder so, dass wir dann da. Wir könnten, ja, wir könnten zum Beispiel eine Axt machen. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das jetzt weiterhilft. Und die mal versuchen zu verkaufen. Einfach mal so zum Testen. So, wir machen die Axt rein. Müssen wir dafür irgendwas machen? Nö, ne? Ich verkaufe eine Axt. Wer möchte eine wundervolle Axt haben? Damit kann man Bäume fällen,
Guten Tag. Nee, mit. Sie möchten also etwas kaufen. Ja, wunderbar. Ich bin so glücklich. Ich habe meinen ersten Verkauf gemacht. Ja, cool. Das ist ja, dann können wir ja die Sachen. Was haben wir denn bekommen? Wir hatten, glaube ich, 50 vorher, ne? Dann crafte ich jetzt nochmal eine. Und biete die nochmal zum Verkaufen an. Wo ist er denn jetzt? Hier. Eine wundervolle Axt. Wer möchte eine wundervolle Axt haben, um die Bäume zu fällen und sich selber Holz zu besorgen? Ihr habt doch bestimmt Interesse an wundervollen Äxten. Wer von euch möchte diese selbstgemachte, einzigartige, klasse Axt haben? Soll ich jetzt zur Seite gehen? Können die sonst nicht nehmen? Eine wundervolle Axt. Jetzt nimmt endlich diese scheiß Axt. Geht doch. So, einmal verkaufen bitte. Gerne, Dankeschön. Und wir haben jetzt Profit gemacht. Das ist doch wunderbar. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch eine Spitzhacke machen können und die verkaufen können. Ich weiß jetzt nicht genau. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Ich weiß jetzt nicht, ob die teurer ist. Wahrscheinlich wird die eher gleich sein, nehme ich mal an. Gut, das ist ein Hammer, den ich jetzt gemacht habe. Keine Spitzhacke. Ich bin auch sehr dämlich heute. Beziehungsweise die Sachen dafür. Das war jetzt ein Hammer. Wobei, ein Hammer sollte ich vielleicht für mich selber auch noch einen machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, den mal für später zu machen. Jetzt habe ich bestimmt kein Material mehr, oder? Doch. Okay. Wir lassen das jetzt einfach. Eine wundervolle Spitzhacke. Wer möchte denn nicht gerne tagsüber unterwegs sein und mit einer wundervollen Spitzhacke? Ach, du möchtest das. Sehr schön. Hallo? Ich möchte etwas verkaufen, bitte. Danke. Ach, ihr seid einfach ein gnadenlos tolles Publikum. Ich habe etwas verdient. Ich habe mein erstes Geld verdient. Ich bin so glücklich und so stolz auf mich, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja. Können wir da irgendwie so einen Screen oder können wir den. Ja, wir können auf jeden Fall damit einen Screenshot machen. Das ist schon mal gut. Ja, ich habe noch nicht viele Quests angenommen. Ich muss mal gucken mit der Karte, aber da werden die Quests nicht angezeigt, ne? Robert, Thorn. Hier unten sind wohl ganz viele Leute in der Stadt. Also wir könnten jetzt rein theoretisch mal Richtung Stadt laufen. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Ja, das sollte der richtige Weg sein, weil ich jetzt noch nicht so viel mehr habe. Ich müsste jetzt theoretisch erstmal was farmen. So, das sieht schon mal gut aus. Hier kann man auch. Ach, für. Ich wollte gerade sagen, für den brauche ich jetzt auch noch Energie. Ach so, ja, für die Blumen brauche ich ja Energie. Ja. Verstehen tue ich es nicht, aber okay. Ich will hier irgendwo aber eine Chest. Habe ich dafür? Brauche ich auch Energie. Brauche ich denn auch Energie, um sowas zu öffnen? Nee, oder? Nee. Purple Daisy. Ah, wir haben unsere Daisies, wollte ich gerade sagen. Unsere 10 Stück. Genau, hier, Special Coin. Also hier kann ich es anscheinend nicht anklicken. Jetzt schauen wir mal eben auf der Karte nach. Wie hieß die gute? Ja, steht hier jetzt nicht drin. Und wie gebe ich das jetzt ab? Das weiß ich noch nicht so genau. Ja, ist ja alles neu. Wäre nur ganz schön. Moment, da unten ist ein Häkchen. Wenn ich jetzt zu Malu Arboris irgendwie so die Richtung gehen würde. Ist doch in die Richtung, ne? Ja. War das der eine, der gesagt hat, er lebt auf dem Hügel? Ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt gar nicht. Könnte ein Hügel sein. Könnte aber auch der andere gewesen sein, der gesagt hatte, lebt auf dem Hügel. Man weiß es halt nicht. Moment, ich höre hier schon wieder. Oh Gott. Hier gibt es so viele Chests. Wo bist du denn? Ich höre dich. Ach da. Oh, wie komme ich denn da hin? So komme ich dahin. Eine blaue Jeans. Die können wir uns sogar anziehen. Sie haben jetzt wirklich. Wir haben jetzt eine blaue Jeans an. Okay. Hui. So, dann schauen wir mal hier oben. Guten Tag.
Du warst es nicht, glaube ich, oder? View Upgrades, you can buy Upgrades. Ah, man kann hier Upgrades für die Stadt kaufen. Okay. Man braucht auch nur 800.000 dafür. Ja, dann würde ich sagen, dass ich offline vielleicht mal so ein bisschen farme und so ein paar Spitzhacken und so weiter verkaufe und dass ich dann mal irgendwann diese Upgrades kaufe. Was ist mit dir? Du hast ein Ausrufezeichen? I heard you run a shop here in the town. Naja, ich habe den Shop ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber ja, habe ich. Wenn ich Hilfe brauche, dann soll ich mit ihm sprechen. Von einer Gebühr von 30%. Ja, nee, ist klar. Ja, du kannst mich mal. Ich will den Rest gar nicht lesen. So, Ausrufezeichen. Warst du das denn? Nein, sie hat einen Limonadenstand. Okay. Ach so, wenn ich niedrige Energie habe, soll ich herkommen und etwas Limonade kaufen. Für ungefähr eine Stunde pro Tag, wenn ich das gerade jetzt beim schnellen Drücken richtig gesehen habe. Ich könnte jetzt für 25 theoretisch die Limonen kaufen. Okay, was will ich mit Limonen, wenn ich gar keine Limonade habe? Aber eine Limonade hat sie mir geschenkt. Das finde ich doch sehr schön, weil die kosten 100 und das ist ein bisschen extremst teuer. Moment, das ist ein Fragezeichen. Du warst das doch bestimmt. Du hast doch bestimmt die Blumen eben. Ja, genau. Da haben wir jetzt aber richtig gut Geld bekommen. Aber irgendwo ist hier auch noch eine Chest. Hallo, wo bist du? Also laut meinen Kopfhörern ist sie rechts, aber. Das macht mich verrückt, wenn ich das höre und ich finde die nicht. Hängt die da im Baum irgendwo oder was? Also das macht mich jetzt wirklich verrückt. Ich kann die nicht sehen, aber ich weiß, dass die irgendwo an dem Baum irgendwie liegen muss oder so. Ich weiß es nicht. Also, willkommen in Florenz. Ich bin Major Wilson. Ach, das ist, glaube ich, der, von dem ich die Post bekommen hatte. Okay, ich darf gerne Sachen hier kaufen und neue Sachen bauen, was die Stadt angeht. Oh, meine Großeltern haben mir eine Menge Tutorials dagelassen. Okay. Die wurden mir jetzt gerade im Tutorial-Menü hinterlassen, was ich mit I anwählen kann. Okay. Das macht mich trotzdem. Ach, da ist sie, glaube ich, oder? Ist das nicht. Ah. Nee. Das muss doch im Baum drin sein. Ich meine, das Holz können die ja nicht meinen hier. Oder die ist irgendwo verbuggt, genau in diesen Stein. Also vom Hörensagen her würde ich jetzt sagen, entweder in einem Baum oder in einem Stein. Den kann ich aber nicht fällen, weil ich keine Energie habe und ich die Limonade jetzt ehrlich gesagt auch nicht verwenden möchte. So, das ist Boris. Der ist der Bruder von Clovis. Er kann alle meinen Bedarf, sage ich jetzt mal, an Lager lösen. Kann ich hier ein größeres Lager kaufen oder wie? Backpacks. Also kriegen wir hier auch Rucksäcke bis hin zu Chest. Wir haben beides. Ich soll zu ihm kommen, wenn ich mehr Platz brauche. Kann ich das nicht selber craften? Also ich kenne es nur so, dass man es selber craften kann. Okay, also wenn wir einen Kostümshop hier bekommen in der Stadt, den ich wahrscheinlich dann selber noch ausbauen müsste, dann würden wir auch seinen Bruder Clovis kennenlernen. Okay. Oh, ich habe nochmal 90 bekommen, das ist aber nett. Hier oben stand doch Shop. Kann ich bei dem vielleicht auch irgendwas für die Stadt kaufen? Nee. Ich kann nur. Ich kann einen Sack kaufen für die Münzen.
muss aber dafür nochmal 1000 Münzen bezahlen, oder wie? Weil der mich veräppelt? Genau, da hinten war doch noch einer. Ja, ich würde nur gerne auch was sehen. Moment, hier ist aber... Moment. Hier ist auch noch irgendwas. Ach, da oben. Wie komme ich da hoch? Ich spreche gleich nochmal mit dir. Ich muss erst... Ach, da unten ist noch einer. Oh Gott. Es sind so viele Leute hier. Ah, nein. Du sollst da reinlaufen. Nicht dran vorbei. Komm her. Du bist meins. Meins. Dann kriege ich da so eine alte, verrottete Pflanze oder sowas. Na gut. Also er ist Malo. Ihm gehört die Fabrik. Okay, und er hat mir gerade was geschenkt. Ich weiß nicht genau was. Kleidung? Also beziehungsweise es sieht ja eher aus wie... ja. Wie Stoff. Obwohl Kleidung draufsteht. Ja, vielleicht kann ich mir daraus ja später irgendwas machen. So, das ist Charlie. Der mir leider nichts geschenkt hat. Schade. Ich laufe jetzt gerade noch mal so ein paar Leute ab, weil ich die Hoffnung habe, dass mir vielleicht der eine oder andere noch was schenkt, weil ich ja jetzt gleich wieder schlafen gehen muss. Das ist Konrad. Hallo, Konrad. Der ist der Captain vom Feinwessel-Floating. Keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall von den Docks hier. Okay, also, ich soll Konrad treffen. Moment, den habe ich... Nee, den habe ich doch getroffen. Hä? Could you tell Frank, this order is already picked up? Frank. Mit dem habe ich doch eben noch gesprochen. Wer war denn das? Frank, wo bist du? Du kannst mich mal, da laufe ich jetzt nicht nochmal extra hin. Wo ist denn dieser Frank jetzt? Den sehe ich aber auch nicht auf der Karte. Da steht auch... Doch, Moment, Frank? Hinter mir. Du bist Boris. Du bist Major irgendwas. Der hieß aber nicht Frank, oder? Major Wilson. Habe ich den Frank vielleicht gar nicht gesehen? Abby? Schräg hinten rechts. Bist du Frank? Du bist Charlie. Den nicht. Achso, das hat gerade aufgeleuchtet. Hä? Also irgendwie. Der muss doch hier in der Nähe von diesem Captain stehen. Ach, das ist der, der oben auf dem Haus ist, glaube ich. Auf dem Haus ist, genau. Auf dem Berg sein Haus hat, glaube ich. Daher kam mir der Name so bekannt vor. Hallo, Frank. Okay, er wird es später abholen. Und er hat mir gerade was geschenkt. Ich weiß nicht genau, was. Keine Ahnung. Aber er hat mir irgendwas geschenkt, auf jeden Fall. Ich hoffe, es war Geld, aber ich glaube es eher nicht. Ja, jetzt wird leider, wird es hier auch schon wieder dunkel. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, auf der Seite müsste ich wieder zurückkommen. Oh mein Gott, was ist denn hier noch alles? Da kann man noch eine ganze Mine erkunden. Wahrscheinlich braucht man da später eine bessere Axt für oder so, wenn man die Sachen dann abfarmen will. Da hinten... Da ist die Brücke. Na gut, also ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich mich wieder auf den Weg nach Hause begebe. Ach, jetzt habe ich keinen Platz im Inventar. Das ist ja doof. Na gut. Ich dachte eigentlich, ich hätte den Sand jetzt auch mit dabei. Muss ich mir den mal ins Inventar packen und dann die anderen Sachen noch auspacken. Das ist auch alles Sand hier. Kann ich auch alles nicht mitnehmen. Ja, na gut. Ich meine, okay. Also, im Moment macht mir das Spiel schon Spaß, auch wenn es leider nur auf Englisch ist. Aber ich blicke noch nicht so ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen, was man hier alles so machen kann. Kann ich das hier schon gießen?
Nee, anscheinend noch nicht. Also anscheinend muss ich da wirklich drauf warten, dass ich einmal geschlafen habe. Und dann kann ich das Ganze gießen. So, dann schmeißen wir jetzt erstmal diese ganzen Sachen rein. Brauchen wir ja alle nicht. Das nehmen wir alles mit. Ja gut, das ist jetzt ein Hammer. Ich weiß noch nicht genau, wofür der Hammer jetzt gut ist. Wieso habe ich denn... Ach so, weil er das splittet. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann tun wir das Holz einmal rein. 50er Stapel können wir nun machen. Naja gut, dann lassen wir das mal so. Aber wie wir das jetzt machen sollen... Also der eine Typ hat ja gesagt, ich soll den ansprechen, wenn ich mein Inventar erweitern möchte. Ach, das sind die Tutorials hier. Okay. Farming, Fishing. Craft a Fish? Nee. Ach so, Craft a Fish Pole. Okay. Craft a Fish Pole. Da können wir noch mal kurz gucken. Ah, hier. Okay. Dazu bräuchten wir dann die Dinger, die wir jetzt hier... Quatsch. Die wir jetzt hier gerade in die Chest reingetan haben. Dieses Plant-Fieber. Hallo? Machst du es auf? So, da gucken wir jetzt nochmal ganz schnell nach, bevor wir jetzt hier rausgehen. Ich meine, es ist ja erstmal nur ein angespielt. Da können die Folgen ruhig ein paar Minuten länger werden. Das war jetzt das, oder? Genau, das war das. Crafte ich das einmal. Und das andere war dieses normale. Genau. Und dann haben wir eine Angel. Wie cool. Item Shift, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, was das ist. Ja, dann würde ich sagen, tu mir die Angel auch schon mal nach hier unten, weil da möchte ich eigentlich schon die ganzen Werkzeuge haben. Da wir aber eh noch keine Ausdauer und nichts haben, gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und ja, ich bin mal gespannt, was es hier in dem Spiel alles noch für uns zu tun gibt. Wie gesagt, im Moment finde ich es echt wirklich sehr, sehr süß. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob ich damit jetzt wirklich ein Let's Play machen soll oder ob ich lieber kein Let's Play machen soll. Ich bin da noch so ein bisschen eigen drin. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt die Offline-Sachen auch online stellen kann oder so. Da müsste ich dann auch noch mal gucken. Ich weiß, dass man wo andere Farmen besuchen kann, aber das wahrscheinlich dann nur im Online-Modus. Da würde ich sagen, mache ich mir mal bei Gelegenheit auch einen Account, der online ist. Oder beim nächsten Mal, wenn ich reinkomme, kann ich online gehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Für heute verabschiede ich mich auf jeden Fall erstmal von euch. Wäre schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr das Ganze bisher so findet. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich niedlich. Wenn auch jetzt gerade noch so ein bisschen, ja, unübersichtlich will ich jetzt nicht sagen, aber ist so ein bisschen holprig, sage ich mal, am Anfang. Weil wir sollen eigentlich viele Quests machen, finden aber noch nicht ganz so viele Quests, obwohl wir schon mit den Leuten gesprochen haben und so. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt oder ob euch das reicht und ihr sagt, nö, es ist ganz schön, das Spiel mal gesehen zu haben, aber mehr davon sehen möchte ich jetzt nicht. Oder ansonsten schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so von Sachen, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen stecken geblieben bin. Oder wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, wie ich vielleicht einen guten Start kriegen könnte. Schreibt es mir bitte auch in die Kommentare, weil das sind so Sachen, die ich immer sehr, sehr gerne ja, wissen möchte. Jetzt werde ich sehr, sehr müde, hat er mir gerade gesagt. Ich werde mich jetzt erstmal ins Bettchen legen und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.